Hallo, ihr Gwirlinge! Die Dämonengeschwister sind getrennt. Amicia ist gefangen genommen worden und Hugo auch von Engländern irgendwo vor dem Château d'Ambrage. So interpretiere ich das zumindest. Und Hugo ist irgendwo, es gilt ihn zu finden. Und da sind zwei Plünderer, die auf dem Schlachtfeld schon dann und wann zu sehen gewesen sind. Und die haben Amicia befreit. Und wir sind im Kapitel Nummer 6. Das da heißt... Nee, das will ich gar nicht wissen. Also, schön, aber... Ach, es heißt irgendwie. Beschädigte Güter. Finde Hugo, genau. Ja, bevor es losgeht, ein Nachtrag aus der letzten Episode. Da hatte ich ja die Werkzeuge nicht gefunden an dem einen Werkbank. Entweder ich habe sie übersehen oder es könnte sein, dass die Werkzeuge vielleicht da waren, wo diese ganzen vielen Soldaten rumscharwenzelt sind. Weil da hätte man auch kämpfen können. Da gab es, glaube ich, 5 Soldaten, 3 ohne Helm, das wäre ein Schleuderopfer gewesen, und 2 mit Helm, wobei der eine relativ weit abseits stand, den hätte man mit so einem Somnus ausschalten können und den anderen vielleicht auch noch. Und dann hätte man da vielleicht noch was gefunden. Das ist so die Variante, die meinem Ego am meisten schmeichelt, von wegen, du konntest es gar nicht finden, wenn du die nicht bekämpfst. So, was nun? Ich habe nichts, kein Inventar. Die haben eine Suppenkelle, guck mal. Die ist aus England. Ob die aus Sheffield stammt? Nee, das sind eher Messer. Damit. Ich habe eure Namen noch nicht mehr gemerkt, ihr zwei Geschwister. Die Wache. Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Er lenkt sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Also halt die Augen offen. Sieh dich nach einer Ablenkung um und drücke Q, damit Arthur und Meli die Soldaten kurz beschäftigen. Und was soll ich dann tun? Q? Q? Na, wo soll ich denn hin? Ja, ich verstehe schon, was ich machen soll, aber ich weiß nicht, wo ich denn hin soll. Ach, das was ist da. Mit den Krügen? Nein, die stehen nicht gut. Danke, dass du die Frage stellst. Er ist also dein Bruder. Ja, er ist der Bruder. Keine Sorge, du machst hier niemanden abschwänzig. Wie viele Tote es auf unserer Seite gab? Schwer zu sagen. Sicher Tausende. Aber wegen der Ratten kann man nur schätzen. Ich hätte schwören. Groß allein mit diesen Mördern. Sie werden ihm nichts tun. Du verstehst das nicht. Wenn er Angst bekommt... Ich kann wieder sammeln. Ich dachte, ich darf auch nicht sammeln, weil ich keine Tasche habe, wo ich es reintue. Aber das ist nicht der Fall. Die haben mein Waschbrett. Ah, die Engländer sind gut organisiert. Ja, der schippt irgendwas. Wo Lukas wohl ist. Hoffentlich geht's dem gut, dem Kleinen. Der ist mir schon ans Herz gewachsen. Der war so hilfreich und wusste so viel und so. Ist das einer, der da steht? Nee, das ist doch nur so ein... Ja, genau. Das haben sie extra so gebaut, dass der Schatten so ein bisschen aussieht wie einer, der da Wache schiebt. Tausende sollen an den Bissen oder der Infektion gestorben sein. Eine biblische Plage. Und das ist erst der Anfang. Wir haben andere Probleme als diesen. Wir müssen den Weg freiräumen. Edward muss den Rückzug anordnen. Wir müssen den Weg freiräumen. Moment. Wir müssen erstmal plündern. Oh, bist du so langsam, Mädel? Da lag noch was. Ich brauche alles, ich habe nichts. So, da kann man irgendwie was machen. Und da. Wo müssen wir denn hin? Siehst du das da? Das macht nicht genug Lärm. Das war's mit den Speeren. Ja, gut. Mach dich bereit. Bereit wofür? Gut gemacht, Arthur. Dann los. Ich bin viel zu langsam.
Der liegt da, hat gesoffen. Schottischen Whisky oder was? Oh ja, es muss stinken hier. Da liegt ein Satz. Moment. Du stellst dich nicht ernsthaft da jetzt hin und guckst. Doch, genau das tust du. Da liegen aber Ressourcen. Ah nee, du gehst weg. Werkzeug ist wichtig. Ein Knochenspiel. Für Hugo. Wenn wir in Sicherheit sind. Ach, das war sogar ein Dingensbummens. Wir gucken mal gerade. Die Zeit haben wir. Das sind Zähne. Ah, die Knochen. Knöchelchen. Das ist ein Geschenk. Diese kleinen Schafsknochen sind sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen als Spielzeug beliebt. Sowohl bei Adligen als auch im einfachen Volk. Erwachsene nutzen sie gerne für Glücksspiele. Poliert und graviert kommen sie so als Würfel zum Einsatz. Da sie leicht zu transportieren sind, haben sie ihren Weg bis in kirchliche Zirkel gefunden, wo sie mit dem Teufel im Zusammenhang gebracht werden. Die Kirche bringt alles mit dem Teufel im Zusammenhang. Ist da noch mehr? Vogels irgendwo? Nee. Bei euch auch nicht. Hier drin. Habt ihr was dabei? Geldbörsen? Ah. Schwefel. Kann ich denn in... Achso, kann ich nicht. Ich kann sammeln, aber ich kann nicht nichts basteln. Also ich kann keinen Insomnus machen. Das heißt, ich muss wirklich nur schleichen. Ich habe keine Chance, hier jemanden umzuhauen. Da oben. Ist die jetzt hochgemacht oder wo ist die hin? Nee, da ist sie. Dann gehe ich erstmal hoch. Da oben ist Brüderchen. Ah ne, da ist gar niemand. Da ist eine Luke. Luke, nicht Lukas. Hier vorn steht ja eigentlich erstmal niemand. Da in dem Zelt liegt was. Was ist hier hinter? Nix. Das war mal sehen. Hey, sofort stehen bleiben! Toll! Ja, komm, ist ja gut. Neustartkontrollpunkt. Ich gönn dir den Kill nicht, weißt du das? Edge Badge. Wo kam denn der her? Also da oben war nix. Der Typ sieht mich. Wie macht denn der das? Und wo will sie jetzt eigentlich mit mir hin? Da geradeaus durch? Da will ich aber nicht durch. Was ist, wenn ich einfach schnell bin? Was? Der sieht ein bisschen was, aber beruhigt sich dann auch gleich wieder. Vorsicht! Diese elende Warterei zwischen den Schlachten. Der liegt ein Kuh, und dann diese Kerle da mit ihren Bögen und ihrer ewigen Quasselei. Die machen mich noch irre. Ah, der läuft jetzt los. Ach so. Sie schießen auf einen. Auf einen Toten. Ja. Hast du gestern wirklich zwei französische. Was war das? Was ist das? Oh Mann. Da ist was. Schlagalarm! Ja. Schlagalarm. Du bist ein Schnellmerker. Es ist schwierig hier. Ich will einerseits alles erkunden und andererseits aber auch irgendwie mich nicht sehen lassen. Das ist schwierig. Okay, das nehmen wir mit und jetzt gehen wir ihr einfach hinterher.
Scheiß auf den Stoff, der da in diesem Zelt liegt. Vorsicht! Diese elende Warterei zwischen den Schlachten. Und dann diese Kerle da mit ihren Bögen und ihrer ewigen Quasselei. Sie schießen auf einen Turm. Hey! Ha? Da drüben geht doch was vor sich. Wo ist denn Nelly? In dem Gras? Bleib unten, ist gut. Komm, reiß dich zusammen. Er schießt auf den Toten, tatsächlich. Wo kommt er denn her? Oh gut, das ist eine blöde Frage. An Toten mangelt das hier dann nun wirklich nicht. Los! Sachen irgendwo? Der hinter den Säcken steht da bloß. Ah, der hat was an der. Ach, guckt mal, das kann man ja gar nicht sehen, nur wenn man sich umwendet. Du schießt einen Pfeil, dann läufst du hin. Tust dann was? Ziehst den Pfeil wieder raus oder was? Oder guckst du das an? Ja, toll. So. Doch noch in das Zelt gehen und dieses Ding da holen. Nein! Oh, der geht mir auf den Sack. Der schießt gerade. Und er patrouilliert. Was war da? Ich seh mal nach. Was ist denn das? Das war krass. Vielleicht ein Stück weiter nach rechts. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Du bist hinter mir durch das Zelt gelaufen. Du kannst mich nicht gesehen haben. Kommt her! Ah! Okay, wenn ich so weitermache, dann wird das Kapitel noch ewig. Das kann ich so nicht machen. Es wird jetzt abgebrochen, ja. Dieser Lappen des Todes in dem Zelt bleibt einfach liegen. Aber Stoff ist wichtig. Ich hole mir den jetzt wieder. Es muss doch irgendwie gehen. Das war doch am Anfang gar nicht so schlecht. Ich muss doch hier nur kurz mal rein. Der sieht mich zwar kurz, aber halt auch nur kurz. Dann beruhigt er sich wieder. Da ist nichts. Dann läuft der vielleicht. Diese elende Warterei zwischen den Schlachten. Er läuft los. Und dann diese Kerle da mit ihren. Mal sehen. Oh, nein. Was soll der Unsinn? Das ist so blöd. Und ich auch. Mann! Der Kontrollpunkt des Todes. Der Stoff hat mich schon mehrfach das Leben gekostet. Ich wähte ihn einfach schneller zu Fuß. Und ich werde mir diesen Stoff holen. Wenn ich hier noch 15 Versuche brauche, dieser Stoff wird in meine Tasche landen. Dann meine Nährtasche. Ach, was weiß ich. Hey, was? Ja, hey. Mach den Kopf zu. Was denn? Oh, wer ist denn das schon wieder? Ah, war aber nichts. Du gehst jetzt bitte weiter. Ach, der bleibt ja noch mal stehen. Das war mein Verhängnis. Besser an. Ja, mach das. Geh weg. Du gehst nicht durch das Zelt. Kein Grund, Alarm zu schlagen. Genau. Sie schießen auf einen Toten. Ja, so läuft das im Krieg. Ach. Und so erteilt man einem Valois eine Lektion. Hast du gestern... Bleib unten, ist gut. Hätte erwischt? Ja, aber das war keine gute Sache. Holzköpfe stürmen einfach blind drauf los. Wollen unbedingt als Märtyrer sterben. Ach, Helden in funkelnder Rüstung. Man muss nur einen Schwachpunkt finden und zack, nichts leichter als das. Genau. Meine Reden. So, ich hätte gerne den nächsten Kontrollpunkt, damit ich den Stoff des Todes nicht nochmal holen muss. Da hinten rum geht's nicht. Der andere Typ da hinten, hinter den Säcken, der guckt woanders hin. Was ist das? Oh.
Vorsicht! Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Ich sag's dir, echt? Guyen gehört endlich wieder zu England! Wahrscheinlich besser. Ach ja? Dann sieh dich draußen mal um. Guyen gehört jetzt den verfluchten Ratten. Du brauchst doch nur eine Fackel, um sie zu vertreiben. Ganz einfach. Guyen, so hat sie Leon genannt, das Monster von Guyen. Aus dem Boden wie kleine Teufel. Und wenn sie dich erwischen, dann... Spieke, da! Du denkst dir das doch bloß aus. Wir müssen da drüben lang. Ich war dort, hab's mit eigenen Augen gesehen. Wo lang? Ist ja gut, halt die Klappe. Ich kann ja nichts auswählen, ist zu weit weg. Volltreffer! Oben ist nichts. Muss ich unter diesem Zeug durch erstmal? Aber der eine sieht mich doch. Stein abgebaut. Ach, für die Katapulte. Ach so, jetzt die A4 kann ich erstmal sagen. Was ist da los? Da, der Topf. Ja, gut gesehen. Sei bloß vorsichtig. Wir brauchen dich lebend. Der hat eine grüne Brühe in dem Topf. Das sah aus wie Pfefferminz. Schnaps. Ist ja grün, keine Ahnung. Was für ein Gefangener bringt so eine hohe Belohnung? Kinder von Valois. Der Sohn und die Tochter von Ritter Robert de Roon. Der Ritter vom Baum. Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein, keine Sorge. Das musste ja passieren. Eben. Und jetzt? Mal sehen. Das und das. Gar nicht mal übel. Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit. So springt bei deiner Rettung für mich auch noch was raus. Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen. Pulver, wahrscheinlich für Alchemie. Nutzlos. Nicht für mich. Gib Bescheid, wenn ich sie knacken soll. Ja, mach das. Wärst du so freundlich? Pulver für Alchemie? Da kommt jemand. Ja, viel Spaß damit. Gut gemacht. Weg. Jawohl. Gut. Leise. Melly, nicht da lang. Da sind zu viele von ihnen. Nicht nur lang? Ist doch gar keiner. Oder? Alkohol ist voll. Kann aber nichts herstellen. Die sind alle besoffen. Oh, der frisst. Bald haben wir weder Brot noch Wein. Brot und Wein. Das braucht der Soldat. Immer dasselbe. Du bist verrückt. Was denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Gerade so. Sie haben Gänse. Oh, was werde ich alles übersehen haben? Speicherpunkt, gut. Wo ist sie denn jetzt? Da geradeaus. Da an dem Zelt ist was. Wenn da eine Ressource liegt, könnte auch immer da ein Sammlungsobjekt liegen. Deswegen muss ich mir das näher anschauen. Es guckt ja keiner meine Richtung. Stimmt. Ist hier was drin? Da geht's gar nicht rein. Hier auch nicht. Was machen die da? Mein Bruder! Sieht ganz so aus. Schnell! Bald bist du weit, weit weg von hier. Amicia, wo ist sie? Deine Schwester. Die behalten wir für uns, oder Jungs? Nein, nein,
bitte nicht. Freu dich einfach, dass du noch lebst. Die meisten hier gehen vor die Hunde. Diese Dreckskerle, miese Dreckskerle. Beruhige dich. Hey, die Kleine, die Kleine. Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Die Kleine ist entkommen. Ihr Käfig steht offen. Alle suchen nach ihr. Scheiße. Verteilt euch. Achtet auf die Türen und bleibt wachsam. So ein Käfig öffnet sie nicht von allein. Da stecken sicher die Valois dahinter. Das ist unsere Chance. Unsere Chance? Wofür? Hugo, komm. Schnell. Die Zelte. Durchsucht die Zelte. Hugo, ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein. Hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Truhe da gesteckt. Gut. Okay, die Truhe. Würdest du bitte? Dein Einsatz, Melly. Da drüben ist ein Topf. Ah, das muss ich mir alles anschauen. Das sind überall Sachen. Aber erstmal hier wieder gefechtsbereit werden. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind erledigt. Endlich. Jetzt, Hugo. Ich muss den Käfig herunterbekommen. Moment. Langsam, Fräulein. Ich hab alles. Das kannst du nicht herstellen. Genau. Oh, schade. Käfig runterbekommen ist das kleinere Problem. Da war so ein... Ne? Ausrüstung. Ich sollte Hugo mit meiner Schleuder befreien können. Ja, ich weiß. Aber mach erstmal das hier. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ausrüstung 2 von 3. Schleichen! Ein paar Männer rüber zum Ostwall. Ostwall. Nein, Amicia! Ich habe... Beruhige dich, uns geht's gut. Jetzt hab ich das wieder. Ja, ist ja gut. Aber das hören die doch, wenn ich jetzt hier dagegen dotze, dann... Zum Glück sind sie beschäftigt. Mach sie bitte mal auf. Melly, das Schloss. Kinderspiel. Sie sagt, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Ja, kommst du jetzt oder wie? Warte mal, wenn ich jetzt... Dann geht's vielleicht direkt in die andere Richtung. Ich will nochmal hier gucken. Das ist wieder so eine Stelle, da könnte es plötzlich eine Szenewechsel geben. Wird auch schade, hier was zu übersehen. Nix. Komm, ist doch keiner. Amicia, komm zurück! Oh, Mann! Alles in Ordnung, Hugo. Da war... Es war... tut mir leid. Okay, ich kann mich ja nicht umschauen. Ich muss ihn an die Hand nehmen. Amicia! Oh, sie sagten, sie würden mich wegbringen und dass ich dich nie wiedersehe. Wie du siehst, stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, aber... Natürlich. Und Melly kommt auch mit. Ja. Sie ist hier, um uns zu helfen. Ja. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja. Ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja. Am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Mhm. Am anderen Ende des Lagers? Was heißt ein anderes Ende? Da, wo wir herkommen? Nee, glaube ich nicht. Wir sind erledigt. Hier sind Sachen. Ich kann wieder sammeln. Ah, Werkzeug. Nochmal Werkzeug. Wo war die Werkbank? Die war doch hier in der Nähe. Die Zelte! Durchsucht die Zelte! Da liegen Steine, das wird mich nicht. Ich gehe nochmal zur Werkbank, wenn ich sie wieder finde. Da war auch noch was, kann ich das wieder einsammeln? Ein paar Männer rüber zum Ostwall. Gar nicht. Das war... hier im roten Zelt irgendwo. Ihr sucht ja auch nicht gut. Wenn ich das mal so sagen darf. Nee, hier war das nicht geworden.
Werkbank. Ach, die war jetzt irgendwo. Ich verliebe wieder. War die hier drin? Hier? Oh, hast du mich erschrocken? Da ist was. Da kann ich noch durchgehen. Okay. Hier war die Werkbank. Ein paar Männer rüber zum Ostwall. So. Ich vergrößere die Munitionstasche. Halt. Zurück. Da will ich hin. Und aufwerten. Das sollte mir die Sache erleichtern. So, Munitionstasche. Genau, weg. Schleichen. Jetzt kann ich... Aha. So. Oh, du erschreckst mich. Millie, Mensch. Ich sehe nichts. Noch immer nichts. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Ausschwärmen. Teilt euch auf. Oh. Und achtet auf die Zelte. Was habt ihr denn mit diesen Zelten? So, ich kann da dengeln. Also diese kleinen Spitzzelte hier, diese, ja, die kann ich nicht betreten. Beschließe ich jetzt damit, dass ich es gar nicht probieren sollte. Hat irgendwas gesehen? Soll ich dich jetzt umschießen? Aber doch nicht an der Stelle, wo das jemand sieht. Sie ist nur ein Kind. Sie wird sich irgendwo verstecken. Was glaubst du? Was war das? Ich seh nicht. Was war das? Hallo? Werfen wir mal einen Blick drauf. Ja, na gut. Tut mir leid. Ich sehe mal nach. Bist du dir sicher? Absolut. Ich bin's leid, wegzulaufen. Oh, scheiße. Dann los. Hoffentlich gibt es keine Errungenschaft hier, opferlos, mordlos durchzulaufen. Doch, habe ich die jetzt gerade verkackt. Dein Einsatz, Melly. Ja. Aber immerhin bin ich jetzt hier sicher. Von den beiden Glotzköpfen. Ah, nein! Was ist das? Nicht zu sehen. Ja, die Tür ist auch offen. Klar siehst du ja nichts. Ich sehe nichts. Na los! Sie können doch nicht einfach weg sein! Drehst du dich wieder um? Ja, drehst du. Oh, wow, oh, wow. Oh. Pferde? Hier gibt es so viele Leute, die mich sehen. Quer durch die Landschaft. Kann ich hier hinten rum? Ich bleib mal. Nee, diese blöde Kiste. Sehr, sehr vorteilhaft geparkt. Aha, gut. Runter. Was habe ich da gerade gesehen? Oh nein, ihr hättet nicht kommen. Wollt ihr noch mehr? Ich habe noch genug auf Lager. Au, hat man ja richtig gesehen. Das war knapp. So, wenn der da alleine ist, dann kann ich ihn ja auch ausschalten. Oh,
unglaublich. Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Vive la France! Vielleicht gibt es eine Errungenschaft dafür, möglichst viele Engländer umzuschießen. War aber hier schon drin? Nein? Oder? Ach, was weiß ich. Hier ist was. Hier funkelt es doch schon so ein bisschen durch die Zeltplanen. Ja, Quebec. Salami haben sie auch. Würste. Steine. Ist ja auch irgendeiner hier? Ja, genau. Da ist einer auch noch da. Ich schaue euch alle um. Stein. Es ist auch schon keiner mehr da irgendwie Ostwall und Zelte und irgend sowas erzählt. Ist auch sehr schön gemacht. Die Hufschmiede. Ah. Die Kriegserklärung der Engländer. Edward der Dritte will den französischen Thron. Wenn ich etwas haben will, dann nehme ich es mir einfach. Ja, aber du bist eine Diebin. Er ist ein König. Wo ist da der Unterschied? Das fängt jetzt keinen Krieg an. Moment. Sag mir bitte nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Was ist denn hier das Zeug? Ah, ich hab's übersehen. Scheiße, da wäre was gewesen. Eine Kuriosität. Ach, Menschenskinder. Jetzt gehen wir nochmal zurück, so weit wie möglich. Vielleicht finden wir die noch. Wo soll denn die schon wieder gewesen sein? Was ist das? Was zur Hölle soll das? Komm aus deinem Loch, Kakerlake. Kakerlake? Da seid ihr ja. Keine Schnauze. Mann. Ich hab was übersehen. Wo kann das denn gewesen sein? Ich war doch wirklich in jedem miesen, muffigen Zelt. Aber irgendwo ist wieder so ein Riegel. Steh auf! Hier, Männer! Ich hab sie! Du hast ja gar nichts. Vor allem gibt's ja keine Männer mehr. Steine? Das steht da hinten und zieht mich. Könnt ihr ja da! Hier. Nein! Geh doch mal hier hoch. Oh. Was war denn? Da ist was. Ruhe! Wo ist das, was ich übersehen habe? Es muss doch irgendwo sein. Hier waren wir noch nicht, richtig? Davon waren wir. Ich infiltriere jetzt nochmal das ganze Lager. Ich weiß nicht, inwieweit das interessant ist, das nochmal im Let's Play zu zeigen. Da hinten die ganzen Ecken. Waren wir hier schon? Ich glaube ja. Ist hier was drin? Nee. Ach, hier baut sie einen neuen Katapult. Ja, in Anbetracht der Episodenlänge. Ich gehe nochmal da hinten hin. Und dann, wenn ich gefunden habe, was ich suche, Klammer auf, hoffentlich Klammer zu, dann nehme ich euch gleich wieder mit dazu. Und jeder, der keinen Helm trägt, der hat halt Pech gehabt. Und ich hab's gefunden. Das ist, ja, noch ohne Hugo. Ich habe das Kapitel neu gestartet, weil mit Hugo kann man hier nicht zurück in den oberen Bereich des Lagers. Aber man kann da, wo diese Kneipe ist, hier in so ein kleines Lager. Und da findet man dann Strick und so.
und Pflaster und ein Ding. Münzen, willst du sie gar nicht mitnehmen? Englisches Geld, das rühre ich nicht an. Oh, das ist geil. Englisches Geld, das rühre ich nicht an. Okay, wir gucken uns gleich an, was das alles ist. Also die Beschreibung, genau. Aber erstmal. Bald haben wir weder Brot noch Wein. Es ist still. Mäuschen leise. Immer dasselbe, wenn wir eine Schlacht haben. Was denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Gerade genau. So. Und dann spiele ich da mal hinten den Rest nochmal mit Hugos Befreiung und dann geht's ja gleich weiter. Und da sind wir wieder mit Brüderchen Hugo an der Hand und ja, beim Normalspielen des Kapitels habe ich jetzt irgendwie die zweiten Werkzeuge nicht mehr gefunden. Und deswegen natürlich auch die zweite Verbesserung nicht gemacht, aber sei es drum. Ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Wir lesen mal, was wir gefunden haben. An Dingen. Codex, das wäre einmal das da. Pfund Sterling. Pfund Sterling ist die älteste noch verwendete Währung. Schon gegen Ende des 11. Jahrhunderts war sie weit verbreitet und allein für die Verwendung von 15 Tonnen Metall verantwortlich. Da Geld von Hand zu Hand weitergegeben wurde und dabei sowohl physische Grenzen als auch Gesellschaftsschichten überwand, trug es maßgeblich zur Ansteckung bei. Erst Jahrzehnte später kam man auf die Idee, es genau wie alle Briefe und Mitteilungen zu desinfizieren. Und dann hier. Kriegserklärung. Der Casus Belli dient als offizielle Rechtfertigung für einen Konflikt zwischen Herrschern, obwohl seine Legitimität oftmals fragwürdig ist. Manchmal geht es auch vorrangig um wirtschaftliche Interessen. Der Hundertjährige Krieg etwa gab dem französischen König Philipp dem VI. Einen Vorwand, sein Volk höher zu besteuern und so die Schatzkammern des Königreichs zu füllen, während König Edward III. So den englischen Adel zufriedenstellen konnte, dessen Einkünfte aus Landverpachtungen drastisch zurückgegangen waren. Ach ja. Das Empire gegen die Grande Nation. So, das Lager sind wir jetzt hier beinahe durch, oder? Da ist noch irgendwie ein Tor. Was machen wir hier? Ich habe die alle ausgeschaltet hier, so wie vorhin auch gezeigt. Kontrollpunkt, aha. Ich glaube, in dem Kapitel gab es drei Sachen, Sammlungsobjekte, die haben wir alle gefunden. Oh. Ah! Nein. Super. Läuft toll. Warum verstecke ich mich die ganze Zeit? Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Amicia, dräng sie zurück! Was? Wie drängen sie zurück? Was zum Teufel habt ihr getan? Gar nichts! Wir haben nichts getan. Sie wollen Hugo. Los! Lasst uns abhauen! Ja, wohin denn? Ich dulde kein Versagen! Schnell, schnell! Hier geht's raus, schnell! Weiterlaufen, Hugo! Folge Melly! Los! Amicia! Die kriegen dich hör nicht! Auf, wegzulaufen! Gib uns, ich Hugo! Komme ja. Das ist ja wie seinerzeit in World of Warcraft mit sie dem Lichtkick. Die Zeit davon. Was soll ich denn hier machen? Was denn? Hier schnell! Scheiße! Er macht auf! Kann ich irgendwas sammeln? Alles klar! Weiter! Oh ja, toll. Komm mir entgegen mit deinem Kopf. Alles klar. Weiter. Moment, die haben was dabei. Kann ich nicht aufnehmen. Die Luke da. Das könnte unser Weg nach draußen sein. Was? Da ist eine Kette. Melly. Komm schon, komm schon. Also, Kette. Vorwärts. Sie haben die Tür geöffnet, sie sind hier!
Ich kümmere mich um sie. Draußen könnt ihr euch nirgendwo verstecken. Haltet den Mund! Lasst uns in Frieden! Amicia, komm schnell! Ja, mach das mal alleine. Ekit! Da! Dort drüben! Schnappt sie! Oh! Das kriegst du Amicia? Hin? Amicia? Arthur! Das war Arthur! Beeilen wir uns! Hier drüben! Los! Los! Wo hat denn die Pulverfässer her? Und wo kommt das Pulver her? Stress! Kapitel 6. Beschädigte Güter. Das war ja wieder gar nicht so lang. Der Pfad vor uns. Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Ja, ist ja gut. Wir machen das. Folge Millie durch den Wald. Ja, werden wir machen. Und ihr wisst genau wann. Können wir weitergehen? Ja, und jetzt nicht. Erst einmal geht vom nächsten Teil, Liebes. Bis dahin.